So. Also die Quelle hier farm ich noch ab. Und die daneben. Und dann mache ich mich wieder zurück. Man kriegt immer zwei aus einem. Das ist halt sehr gütig. Ja, ich werde wieder einen Schlag kriegen. Ja, okay, okay. Sehe schon. Ja, ist das schön. Ja, das ist schön. Ist diese Shader. Ist macht sehr schön. Na komm. Ich bin mal gespannt, wie weit wir mit dem, was wir hier jetzt abgefarmt haben, kommen werden. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ich würde gerne den Stack hier auch noch voll machen. Da haben wir noch ein bisschen. Weil dann haben wir einfach eine gerade Zahl, wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, ich hatte hier noch mehr gesehen. Aber wo war das? Irgendwo hatte ich noch welchen gesehen. Nee, alles Sand. Komm, ich will auch wenigstens den einen Stack voll kriegen. Ah, auch noch welche. 48, wie? Hier ist keiner mehr. Da ist noch welcher. Oder? Ich glaube, das müsste noch welcher sein, ist. So. Perfekt. Mehr nehme ich jetzt nicht mit, weil dann habe ich eine genau gerade Zahl. Da ist irgendwie der innere Psychopath in mir, der dafür sorgen muss, dass das jetzt gerade ist. Einfach damit wir auch sehen, wie viel wir aus der ganzen Sache rauskriegen. Wir haben 4 Stacks. Mal gucken, wie viele Stufen wir daraus kriegen. Also wie viele Treppenstufen. Mit denen will ich das Dach nämlich machen. So, wir müssen... Diese Schlucht hier trennt uns noch von zu Hause. Da müsste schon unsere Mine eigentlich sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich dachte, das wäre Eisen, aber... Boah, Leute. Boah, dieses Eisen, das tut mir so weh, das jetzt nicht mitzunehmen. Aber dafür ist von anders Zeit. Wir haben ja immerhin 8. Immer wieder ein Eisen. Ein Eisen für. So, da oben ist unsere Mine, ne? Mal gucken, ist hier noch alles. Hier ist die Mine. Noch alles hier in Butter. Okay. Mine ist noch da. Wo soll es auch hingehen? Und wir schauen jetzt mal. Ah ja, doch, ich glaube, das wird schon ganz cool mit dem Haus. Ich glaube, das wird schon ganz cool. Dum, 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 dum. Ups, oh, verdammt, Mist, da bin ich ja auf mit dem Schwert aufs Schaf gefallen. So, der Wald wächst auch. Da ist jetzt natürlich viel despawned, weil wir so lange weg waren. Ein bisschen Setzlinge verschwendet, aber komm. Hat er ja auch schon wieder eine ganze Menge angepflanzt. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht alles. Das Zumachen bringt halt nichts. Die kommen zwar dann nicht raus, aber die sitzen dann halt da drunter fest. Also auch nicht so optimal. So, jetzt müssen wir erstmal Öfen anschmeißen, wa? Der ganze Spaß muss ja in den Ofen. Wir haben unten noch mehr Öfen. Beschleunigt die Sache. Die will ich aber vielleicht tatsächlich auch hier hinbauen. Haben wir doch Kohle. Ja, 7 Stück. Natürlich sehr mager. Machen wir hier mal 4 rein. Da mal 3 rein. Huch. Mal auch noch ein bisschen holen. So. Mal gucken. Das wird nicht reichen für alles, glaube ich, die Kohle. Brauchen wir echt mal wieder ein bisschen Kohle hier. Ein bisschen mehr und neue Kohle. So. Huch.
Während ihr hier dann schon mal schön am Braten seid. Das gibt natürlich auch ein bisschen Erfahrung alles wieder. Nehmen wir den auch noch mit. Können wir ja mal eben ein bisschen Holz farmen. Werden wir nämlich eh wieder brauchen. Deswegen jetzt nutzlos rumstehen, während die Sachen da brennen. Muss ja auch nicht sein. Wie gesagt, hier die so nah am Haus will ich aber eigentlich nicht so gerne. Ein bisschen ums Haus rum will ich jedenfalls Ruhe von Bäumen. Aber dass der Wald dann halt quasi so nach unserem Grundstück anfängt. Das ist so mein Plan. So. Kriegen wir auch wieder Setzlinge. Es stehen ja noch genug. Hackestift kommt weg. Das hier wird alles später noch ein bisschen abgetragen. Und dann wird der ganze Hügel ein bisschen nach hinten verlagert. Weil ansonsten finde ich diese unberührte Natur hier eigentlich schon echt ganz schön. Kann man eigentlich? Das kann man probieren. Vielleicht bei dem Shader sogar einstellen, dass die Sachen sich doch bewegen. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass sie es nicht tun. Water, Surface Option, Force, Wet Effect. Ja, Water, an. Smoothness. If true, the specular texture channel used in smooth instant. Maximal perfekt smooth by default. Okay, dann können wir es verlassen. This can cause slow on a full ray trace reflection is on. Okay. Ja, nee, ich will jetzt auch nicht zu viel rumspielen. Anti-aliasing. Mein Gott, was man hier alles noch. Motion Blur, das möchte ich nicht. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Tone Map Operator, Size Tone Map. Also Motion Blur kann aus, da bin ich kein Freund von. Ist mir jetzt aber nicht so negativ hier aufgefallen. Das sind sonst die Standardsachen. Water Parallax an, Water Fog. Atmospheric Options. Blocky Clouds. Clouds. Bezieht sich alles um. Clouds. Okay. Ist mir nicht aufgefallen, dass wir Motion Blur an hatten. Bin ich nämlich, wie gesagt, eigentlich kein Freund von. Das scheint dann nicht besonders stark gewesen zu sein, dass ich es nicht gemerkt habe. Muss jetzt gleich nochmal anmachen, um zu merken, ob es inwiefern das wirklich da war. Ist da echt Motion Blur an und ist es mir nicht aufgefallen? Vielleicht ist es dann gut. Vielleicht ist es dann ein gutes Motion Blur. Und ich will es wieder anhaben, weil es hat mich nicht gestört. Wo war das? Ne, das wollen wir nicht. Wo war das denn jetzt? Motion Blur an? Muss ich mir jetzt... Ja, okay, es ist halt wirklich nicht besonders stark. Nein, ich mach das aus. Das ist zum Zuschauen, glaube ich, auch nicht so angenehm, wenn Motion Blur an ist. Beim Spielen selber merke ich das jetzt nicht ganz so, aber beim Zuschauen fällt einem das eher auf, wenn das an ist. Das ist halt, dass wenn man sich so schnell dreht, dass das Bild halt verschwimmt, so wie im echten Effekt, im echten Leben. Das brauchen wir nicht. So, zack. Haben wir noch alles ein. Hopp. Und dann gucken wir mal. 10 Stück habe ich schon wieder. Sehr gut. Ich pflanze jetzt ausnahmsweise mal keine. Boah, das wird dauern, ne? Das wird eine ganze Weile dauern. Das Ding ist, ich will die halt gern alle erst einmal rausbekommen. Gut, wobei den einen Stack können wir verwerten. Das heißt, wir haben schon mal einen Stack rausgekriegt. Wir kriegen ja quasi 4 Stacks raus. Damit kann ich ja schon mal rechnen. Und dann kriegen wir aus 4 Stacks kriegen wir nur 16 Ziegelsteine. Und aus 16 Ziegelsteinen kriegen wir 8 Treppen.
Ach du meine Güte, das kann ja was werden. So, hier oben ist es noch sehr dunkel. Hier muss ich vielleicht mal ein paar Fackeln anbringen. Nicht, dass uns hier noch irgendwas spawnt. Und uns auf einmal das Haus wegsprengt. Das wäre unschön. So. Habe ich jetzt die Erde noch? Yes. Da will ich euch nämlich jetzt kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. Wobei, so selber weiß ich das selber noch nicht so 100% genau. Das wäre quasi... Ja, okay, das wäre der Bug. So. Ziegel sieht halt schon cool aus als Dach. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen hartnäckiger zu farmen. Das war's dann leider auch schon. Dann würde man hier dahinter quasi Holz setzen. Weil Holz haben wir... Holz haben wir über. Gut, da geht uns dann auch der Spaß schon leer. Wird hier gerade mal... eine kleine Treppe bauen, dass wir da immer wieder raufkommen. Da müssen wir leider schon neuen Spaß hier abhaben. Ach ja, hier ist eh Schluss, weil die Kohle alle ist, überall. Ach du Kacke. Ja gut, dann müssen wir das alles nach oben bringen. Ah Mist, das hätte ich nicht abbrechen müssen. So, dann gib mir den noch schnell. Ja, das hätte man noch zu Ende lassen. Ende brennen lassen können. So, wir haben echt ein Kohleproblem. Das hätte ich auch nicht geglaubt. So, also das wird auf jeden Fall mühselig. Wenn ich damit weitermachen will. Dafür werden wir sehr viel davon brauchen. Dürfte ich mal. So. Ja, da ist dann auch schon wieder Schluss. So, aua. Ja, aber das sieht halt schon auch schön aus, ne? Guck mal von ein bisschen weiter weg. Bisschen höher hier. Oder sagen wir gehen mit Cobblestone. Das wäre natürlich 10-mal einfacher zu besorgen. Nee, aber ich will nicht mit Cobblestone gehen. Ich mag das mit dem roten Dach. Mir gefällt das sehr gut. Tja, da haben wir ein bisschen was vor uns. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Huch. Da haben wir noch eine Menge vor uns. In der nächsten Aufnahme, denn ich mache jetzt Päuschen. In 1,5 Stunden gespielt. So, hier müssen wir dann um die Kurve gehen. Müsste man dann zack. Ja, hier müsste dann quasi ein Block hin. Das können wir mal noch fertig machen. Dafür müsste unser Clay eigentlich noch reichen, unsere Kohle besser gesagt. Ja, ich weiß, ich tue mir immer weh, wenn ich das mache, aber ey. Ah, der eine wäre noch schmackhaft, dann könnte ich mir nämlich direkt diese 2 Blöcke machen, die ich brauche. Sogar noch einen gehabt, glaube ich. Und wir haben jetzt 3. Ja, wir brauchen ja auch 3. Nee. Nee, das Bullshit, was ich gemacht habe. Es ging anders. Da brauchte man auch Treppen dann. Wie ging das? Die haben sich, glaube ich, von alleine verbunden. So war das. Meine, die haben sich dann von alleine verbunden. Okay. Gut, haben wir noch ein bisschen was um hier durchzuziehen. Na, also hör mal hier. Was unterlaufen denn jetzt hier für Fehler? Gibt's ja wohl gar nicht. Zack. Zack. Gleicher Spaß hier.
Ganz rum werden wir nicht kommen mit den Blöcken, die wir haben. Aber ist nicht weiter schlimm. So. Bums. Bums. Ah, nee, ganz wird's nicht reichen, leider. So. Geht uns noch genau eine Reihe. Komm, das machen wir jetzt noch fertig in der Folge. Dann haben wir das erledigt. Und dann werde ich mal schauen in der nächsten Aufnahme. A, wegen Shader werde ich jetzt gleich mal schauen. Und B, werde ich dann überlegen, wo wir noch gut Clay herbekommen. Müssen wir halt noch mal ein bisschen farmen, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter Clay zu farmen, denn wir brauchen eine ganze Menge, um das ganze Dach fertig zu kriegen. Wir haben nicht mal ansatzweise was erreicht. Clay gibt es aber auch nur im Wasser. Aber ich meine, den gab es nur im Wasser. 20 Stück müssten reichen, oder? Das müsste reichen. Bam. So. Zack. Ach komm, was mache ich denn jetzt hier für einen Mist? Das ist doch echt beschiss. Mit SST, bitte. Nicht, dass das hier falsch interpretiert wird. Ach komm. Jetzt wollt ihr mich aber ärgern. So. Okay. Ja, wie würde das dann hier? So, das würde dann wahrscheinlich hierüber hinausgehen. Wie würde man das hier machen? Ich bin gerade unschlüssig mit dem Dach. Wie würde man da weiter vorgehen? Das müsste man dann noch gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen hier den letzten Clay. Oh nee. So, jetzt möchte ich mir nämlich noch kurz angucken, wie das ging. Ob sich das einfach von alleine connected. Ob man da noch einen anderen Block braucht. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Aber es könnte sein. Ah, das war schon mal falsch. Es könnte sein, dass von alleine ging. Perfekt. Müsste man dann hier natürlich auch machen. Dann hätte man hier quasi die nächste Ebene noch. Ah. Da kommt dann Holz drunter. Ja, da habe ich auf jeden Fall was vor mir, ne? Da habe ich auf jeden Fall was vor mir. Oh, du meine Güte. Ich würde das aber dann nicht so krass so machen. Ich würde vielleicht noch eine Ebene gehen und dann lang durchziehen. Weil das wird sonst so spitz, das wird so hoch und spitz, dass es dann nichts mehr aussieht, wisst ihr? Das muss man dann nochmal schauen, wenn es soweit ist. Ein letztes Mal noch den Schmerz, meine Sachen hier. Ja, immer noch Lederrüstung, ist einfach schön eigentlich. Gut. Ja, hier muss es dann halt drüber hinausgehen, das würde dann über den Balken laufen. Ja, okay, ja. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Sachen einsammeln können. Jetzt können wir ein paar Sticks. Oh, Setzlinge hier. Das schmeckt. Das schmeckt im inneren Botaniker. Wo hatten wir noch welche abgeholzt? Wir hatten noch mehr abgeholzt. Schön wäre es, wenn das einfach Clay wäre. Ist da was? Wir brauchen es halt, ne? Wir brauchen diese Kohle. Gut. Ach, das ist ja eine riesen Quelle. Die Kohlequellen sind inzwischen echt immer ziemlich groß.
Ich habe ein richtig dickes Problem. Ich dachte, das wäre ein Grafikbug. War es nicht. Dass ich auch eine Schaufel habe. Die aber nicht benutze. Okay, gut. Dann jetzt nicht nochmal da reinfallen. Das wäre suboptimal. Du bist hier fehl am Platz. Eisen. Ja. Ja, Eisen. Und jetzt geht meine Spitzhacke kaputt. Also sind eh nur noch die zwei, ne? Yes. Okay. War das grau? Oh, ein Häschen. Ich wollte auch die Lava wegmachen da hinten. Ich hab's komplett vergessen. Okay. Ich gehe jetzt zum Bettchen. Bevor die Monsters kommen. Ach, sind die überhaupt wieder an? Vergessen, die Monster wieder anzumachen. Sorry, ich hab's vergessen. Da während wir bauen, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Dann kann man auch mal nachts weiter bauen. Aber jetzt legen wir uns noch ins Bett und machen noch den nächsten Tag. Ja, das Dach muss fertig werden und eine Beleuchtung wäre hier nicht schlecht. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Gucken wir uns nochmal den Sonnenaufgang an. Und setzen uns hier neben das Bett. Mit der ganzen Kacke. Den Kackblöcken, die wir gebaut haben, die Kackstifte. Und dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zusehen. Seht mal zu, dass ich mich mal mit dem Shader schlau mache für die nächste Aufnahme. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend oder Nacht, falls ihr das hier gerade Nacht seht. Und ja, Leute, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Wir sehen uns spätestens morgen um 14 Uhr wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.